Ein Messlöffel ist im Proteinpulver nicht enthalten. Deswegen benutze ich hier einen Esslöffel. Iron Max 100% Whey Protein, einmal in der Geschmacksrichtung Red Berry Fusion und New York Cheesecake Style. Das Proteinpulver kann man bei Lidl kaufen. Ein Beutel wiegt 500 Gramm und kostet 9,99 €. Zum Preis werde ich aber später noch was sagen. Bei der Zubereitung habe ich nicht wie empfohlen 50 Gramm mit 250 ml Wasser genommen, sondern 30 Gramm Pulver mit 300 ml Wasser, weil ich ungefähr abchecken wollte, wie stark das Aroma ist und die Süße. Fangen wir an mit New York Cheesecake Style. Das erste, was mir aufgefallen ist, beim Öffnen des Beutels kam mir so ein chemischer Geruch entgegen. Es riecht nach Butter und leicht säuerlich nach irgendwas Chemischem, was ich nicht genau beschreiben kann. Also das Buttrige und leicht säuerliche macht sich im Geschmack bemerkbar, aber der chemische Geruch Gott sei Dank nicht. Die Süße bei beiden Geschmacksrichtungen ist mittelstark bis schwach. Das Aroma ist auch in dem Bereich, also es ist mittelstark bis schwach. New York Cheesecake schmeckt genauso wie ein Butterkeks mit einem leicht säuerlichen Nachgeschmack. So würde ich es am besten beschreiben. Die Löslichkeit ist einwandfrei, wenn man es im Shaker zubereitet und kräftig durchschüttelt. Also da bilden sich keine Klumpen oder sowas in der Richtung. Es schmeckt sowohl im Wasser als auch in der Milch. Die Konsistenz ist leicht dickflüssig, also ideal. Vom Karamell habe ich überhaupt nichts wahrgenommen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil hier eine lächerliche Menge von nur 0,1% enthalten ist, deswegen auch. Red Berry Fusion schmeckt genauso wie Waldfrucht. Beerig, süß. Was ich gut finde, hier kann man so kleine Fruchtstücke sehen. Hier sind auch welche minimal enthalten. Nicht viel, aber wenigstens irgendetwas. Also genau gesagt haben wir hier 0,04% an Erdbeerstücke, Blaubeerstücke und so weiter enthalten. Das hier schmeckt genauso wie Waldfrucht und das hier schmeckt nach einem Butterkeks mit einem leicht säuerlichen Nachgeschmack. Die Löslichkeit bei beiden Produkten einwandfrei, keine Klumpen. Die Inhaltsstoffe von der Geschmacksrichtung Red Berry Fusion sind mir besonders aufgefallen, weil wir hier einige bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten haben. Das wäre einmal das Palmfett hier oben. Das kann krebserregend sein, wenn man stark erhitzt. Dann haben wir hier einen bedenklichen Farbstoff, E129, der einen Warnhinweis hat. Hier unten kann man ihn lesen. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Wenn man danach googelt, findet man eine Liste an Nebenwirkungen. Es kann eventuell erbgutschädigend sein. Es kann sich auch negativ auf die Darmgesundheit auswirken. Darüber hinaus war dieser Farbstoff in einigen Ländern verboten und ist immer noch verboten. Und es gibt eine Höchstmenge, die man nicht überschreiten sollte. Die erlaubte Tagesdosis liegt bei 7 Milligramm pro Körpergewicht. Was mich überrascht hatte, die Geschmacksrichtung New York Cheesecake hat keine bedenklichen Inhaltsstoffe. Die Nährwerte entsprechen einem klassischen Whey-Protein-Pulver, also Whey-Protein-Konzentratpulver. Da gibt es keine Besonderheiten. Sowohl bei Red Berry Fusion als auch bei New York Cheesecake. Die Verzehrempfehlung ist bei beiden Geschmacksrichtungen gleich. Die lautet folgendermaßen: 50 Gramm Pulver mit 250 ml Wasser. In den Proteinbeutel ist kein Messlöffel enthalten, deswegen werde ich einen Esslöffel als Messwerkzeug benutzen. Ein sehr gut gehäufter Esslöffel ergibt 10 Gramm. Lidl verkauft dieses Proteinpulver für 9,99 €. Ein Beutel wiegt 500 Gramm und momentan ist die Preislage auf dem Supplementmarkt übertrieben teuer und beherrscht von Mangel. Das heißt, hier bezahlen wir pro Kilo 19,98 €. So traurig das jetzt auch klingen mag, aber das ist ein guter Preis, wenn man es vergleicht mit den anderen Whey-Protein-Herstellern. Und Iron Max verkauft dieses Proteinpulver für 33 € pro Kilogramm auf ihrer offiziellen Webseite. Das heißt, ihr bekommt es günstiger bei Lidl. Für 19,98 € kann man das mal
ausprobieren, aber ich habe nicht die volle Palette an Geschmacksrichtungen zur Auswahl, wie ihr das beim Online-Shop habt. Das ist der Nachteil. Aber an sich ist der Preis momentan in Ordnung. Mein Fazit ist, in der momentanen Lage auf dem Supplement-Markt, wo Mangel und hohe Preise das Bild bestimmen, ist der Preis von 9,99 € pro halbes Kilo und 19,98 € pro Kilogramm, würde ich sagen, ein fairer Preis. Ich denke aber, wenn sich die Preise wieder nach unten regulieren, das wird wahrscheinlich so im Jahr 2023 sein oder Ende 2022, dann wird das Preis-Leistungs-Verhältnis hier nicht stimmen. Aber zur momentanen Lage würde ich sagen, also in der momentanen Lage würde ich sagen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier gut. Iron Max verkauft ihr 100% Whey-Protein-Pulver auf der offiziellen Webseite zu einem teureren Preis. Da kostet der Kilogrammpreis 33,20 €. Es gibt zwar einen Dauerrabatt fast von 20% das ganze Jahr über, aber selbst wenn man die mit einberechnet, ist es immer noch teurer als 19,98 € pro Kilogramm. Das Problem ist, dass Lidl nicht alle Geschmacksrichtungen verkauft, sondern nur bestimmte. Und Vanille und Schokolade gehören nicht dazu. Also sie verkaufen eher solche, sage ich mal in Anführungsstrichen, exotischen Geschmacksrichtungen wie New York Cheesecake Style und Red Berry Fusion. Geschmacklich okay. Deshalb würde ich sagen, falls ihr es mal ausprobieren wollt, macht es. Das sind Aktionswaren bei Lidl. Die könnt ihr dort kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ihr Fragen habt, Kritik oder einfach nur eure Meinung loswerden wollt, schreibt es gerne in den Kommentarbereich. Abonniere nicht vergessen und bis dann, Leute. Tschüss.